So, ahoi, ihr Landratten, hier ist Perus Place mit der Rubrik Perus Place. Das ist heute so etwas, was nichts zu tun hat mit Gaming, sondern mit meinem Leben hier auf Zypern. Heute ist der 1. Oktober 2024, Unabhängigkeitsfeiertag in Zypern. Zypern war über Jahrzehnte Kolonialgebiet der britischen Krone und hier feiern wir heute, ja, die Selbstständigkeit von Zypern. Grund genug, heute sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen. Ich frei, möchte etwas machen, was ich schon seit Jahren machen wollte, seit ich nämlich mit dem hier durch die Baykurven und das berühmte Zenobia-Schiffswrack unter anderem zu sehen. Und da würde ich euch heute gerne mitnehmen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Abfahrt. Yellow Submarine. Das heißt, tigern wir ein bisschen hier über die Beach und genießen ein bisschen die Aussicht. So, Freunde, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Abfahrt des Submarines. Das heißt, hier gleich am Strand liegt das Hafenkastell von Larnaca. Hier weht der Hauch von Geschichte. Wir werden mal einen kleinen Rundgang machen. So, Freunde, und da sind wir auch schon. Was ihr hinter mir seht, das sind keine Monolithen, das sind Grabsteine. Muss ich sagen, Respekt. Wenn man so ein bisschen weiter schaut, hier direkt hinter mir, da scheint so eine Grabkammer zu sein. Ist schon so ein bisschen spooky. Also nachts, glaube ich, hier spukt es. Also hier, Freunde, ich weiß nicht, was es ist. Ist so eine Chamber, so eine Kammer mit Steinen. Eine Kammer mit Steinen. Also leider haben wir jetzt heute hier keine Führung. Ich würde gerne mal wissen, was hier so abging. Vielleicht war es die Steinigungskammer. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sorry. Ja, das Hafenkastell von Larnaca wurde 1625 ungefähr von den Osmanen errichtet, diente hauptsächlich zur Sicherung der Hafenanlagen von Larnaca. Und was wir hier im Hintergrund sehen, sind alles die Hinterlassenschaften von verschiedensten Nationen über die Jahrhunderte. Ist wirklich beeindruckend. So, und hier steht ein Bottich. Ob da Miraculix schon seinen Zaubertrank gebraut hat, ich weiß es nicht. Ja, das ist eine wunderschöne Anlage hier. Schade, dass wir hier jetzt keine Führung erwischt haben. Ich glaube, da gäbe es einiges Interessantes zu erfahren. Ja, also wenn ich euch das erzählen kann, werde ich es euch sagen. Ist nicht sehr viel, aber ich hoffe, ihr genießt es trotzdem. Wir werden jetzt zu einem der Highlights kommen, nämlich wir werden wandeln auf des Burges Zinnen und die Aussicht über Larnaca genießen. Thank you.
Also hier rechts ist auf jeden Fall gerade die deutlich schönere Seite. Ja, irgendwie habe ich immer das Glück und lande immer irgendwie im Schatten. Ja, wenn ihr mal auf unserer schönen Insel seid, gehört euch auf jeden Fall mal einen Ausflug hier zum Hafenkastell. Kostet nicht viel, 2,50 Euro und ihr kriegt einen Hauch Geschichte und eine tolle Aussicht auf die Bay von Larnaca. Kann ich nur empfehlen. Ja, da bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht. Wir haben hier tatsächlich so ein bisschen Hightech im Museum. So ein interaktives Guide-Programm. Hier sehen wir die Karte von Zypern. Ich denke mal, das wird auch so anno 1600 sein. Schauen wir mal, das ist der Alaminos Tower. Wo ist er? Der lädt noch. Und lädt. Ja, ist wahrscheinlich Windows XP. Keine Ahnung. So Leute, jetzt wird es ein bisschen spooky. Das hier war die Hinrichtungskammer. Man sieht natürlich jetzt nicht mehr sehr viel, aber hier an dem Bild sieht man das noch sehr schön. Hier stand dann der Galgen mit einer Fallgrube. Ja, sehr schöner, kleiner, spookiger Abschluss der Tour. Man findet das nicht gleich, es ist relativ genau am Ausgang. Man läuft dran vorbei, eigentlich schade, weil hier sind auch so die interaktiven Sachen, ne, wie zum Beispiel der Computer, den wir eben gerade gesehen haben, mit ja, Windows XP oder so. Ja, sollte man sich mal anschauen. So, die Zeit geht einfach nicht um. Wir haben immer noch Zeit. Dann würde ich mal sagen, gehen wir was essen. Ich habe mich in eine kleine Taverne geflüchtet. Kleiner Tipp, wenn ihr mal bei uns seid, nicht immer an die tollen Strandbars und Restaurants gehen, sondern innerhalb der Stadt, ja, in Innenstadt oder Altstadt. Da findet ihr die günstigsten und besten Tavernen. Und jetzt bestellen wir uns erstmal eine lecker Pita mit Schweinefleisch und allem Zip und Zap. Mahlzeit. So, und in Windeseile war das lecker schmackofatz da. Leute, ich habe Kohldampf. Und Leute, sieht das lecker aus, oder sieht das lecker aus? Kohle auch am Start. Ja, Mahlzeit. Bis gleich. Ja, Freunde, wir sind jetzt wieder zurück zu Hause. Ich bin so voll gefressen, ich passe gar nicht ins Bild. Deshalb gehe ich jetzt auch nicht ins Bild. Ich war noch ein bisschen einkaufen, so für heute Abend, zum Shoppen. Ja, so ein bisschen zyprische, ja, Köstlichkeiten. Honey Cashews, also Honig-Cashew-Kerne, sehr, sehr lecker. Und man sieht jetzt hier leider nicht so getrocknete Bananenchips. Leute, im Sommer absolut geil. Und natürlich, wenn wir heute einen Ausflug machen und zur See fahren, darf die Kapitänsmütze nicht fehlen. Ist klar. So, ja, ja, so sieht er doch fein aus, der Junge, ne? Jetzt können wir los, jetzt können wir zur See fahren. Ab geht's, alle Mann an Bord. So, Freunde, frisch gestärkt machen wir uns jetzt auf den Weg zurück zum Yachthafen. Da wartet dann die Sorki auf uns, unser Semi-Submarine. Und da sehen wir uns gleich. So, und rubbel die Katz sind wir schon wieder am Yachthafen, Freunde. Ja, man sieht so ein bisschen vielleicht im Hintergrund, die Straßen in Larnaca füllen sich so langsam. Die Zyprioten und die Touristen machen sich auf den Weg. Ich hoffe, dass unsere Tour nicht so überfüllt sein wird. Die wird so ungefähr 2 Stunden lang sein. Für die Touris gibt es noch einen Haltestopp, halbe Stunde zum Schwimmen und Schnorcheln. Und wir werden mal sehen, dass wir so viel wie möglich schöne Sachen zu sehen bekommen. Korallen und natürlich das berühmte Wrack der Zenobia. Ob wir die sehen, das hängt ein bisschen vom Wetter ab und von der See. Ich hoffe, wir haben Glück.
Momentan bin ich hier so ein bisschen alleine gelassen. Es ist noch nicht viel los. Ihr habt es gesehen, man sieht nur Wasser, man sieht ein bisschen Meeresboden, aber noch sonst nichts, keine Fische, keine Korallen. Bin mal gespannt, was noch kommt. Wenn es ein bisschen aussieht, als wenn ich jetzt das Schiff teuer, merke ich nicht. Das Pult hier ist leer, zeige ich euch gleich mal. Kann also nichts passieren. Fast nichts. So Freunde, damit ist die Schiffstour zu Ende.
Und ja, schön, dass wir es doch noch gemacht haben, dass ich es nochmal gemacht habe, nach den ganzen Jahren. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder Follow da, gerne auch ein Abo, würde mich freuen. Vielleicht sehen wir auch bei uns mal beim Zocken wieder, wer weiß. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.